So, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Way of the Hunter. Wir gehen Richtung unseren markierten Punkt. Wir werden darauf gehen, vielleicht aber eben noch mit einem Auge auf der Strecke bleiben. Ich habe weiter getestet im Ansitz. Bin zu dem Entschluss gekommen, es kehrt immer was zurück. Bin aber auch zu dem Entschluss gekommen, dass es sich nicht lohnt, eigentlich so lange zu sitzen bleiben. Denn meistens kommt die Herde, die du eh schon kennst. Ich habe nämlich jetzt noch einen Tag gespielt. Wir haben es jetzt eben wieder 18 Uhr. Ich werde jetzt bis am Abend reinjagen, dann die Zeit nochmal vorspringen. Und dann werden wir uns das hier nochmal anschauen. Ich habe hier wirklich jetzt eigentlich fast alles Erwachsene. Ich habe da noch zwei Bisons auch rausgeschossen. Ich habe die Gruppen beobachtet jetzt. Ich weiß, es stehen nur mehr Jungtiere da drin. Also, das werden wir jetzt beobachten. So. Ich habe mir außerdem Caller gekauft. Raubtier und Wapiti. Ich habe außerdem die Lotstunden freigespielt. Jetzt habe ich eben diesen Tag, damit der Tag vergeht, quasi gemacht. Sollten hier die Jungtiere eigentlich alle lassen einmal. Eben auch da den Bestand mir anzusehen. So langsam habe ich aber es begriffen, wie es funktioniert. Ich habe auch so gesehen. Um es mehr und besser zu verstehen. Habe dabei einen interessanten Aspekt gefunden, den wir bis jetzt quasi ausgelassen haben, und zwar mit der DNA. Habe ich jetzt nicht stehen gesehen. Einen tiefen Büschen zu jagen ist nicht leicht. In Afrika werden wir das natürlich ruhiger angehen. Ja, halt auch noch ein bisschen schauen, was es abschließlich gibt. Also wenn man jetzt kein bestimmtes Ziel einmal vor Augen. Diesen Pass vor uns haben sie ja alle genommen.
Hochwald. Auch Hochwald, da mal Regenwald. Da war ich nämlich schon da in der Küste. Da mal fällt da mal auch Hochwald, Hochwald. Darum sind die Berge. Das heißt. Na, da gibt es nicht so viele jetzt noch. Wolf. 300 Meter. Schauen wir mal, was so treibt da unten. Oder die Wölfe. Will sind. Mal auf der Seite wird nämlich auch Hochwald sein, das ist urschwer sein zu finden. Da oben war sogar ein Bison oder mehrere Bisons. Aber das sieht kein Hirsch, der interessiert mich jetzt. Das sind jetzt einmal die Wölfe. Wichtiger Hinweis bei der Position. Ich bin fast sicher beim Wasser da unten. Schade. So weit schnell im Wind gehabt eigentlich. Oder gehört, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall nicht gut gemeistert hier. Wir trinken oft Bisons. Trinken welche selten? Wahrscheinlich oft. Gut, wir gehen weiter natürlich jetzt Richtung des Zielpunkts. Probieren wir es nochmal. Position wechseln.
Halt wirklich hier alles dicht bewachsen. Schwer hier was zu erkennen. Aber ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Gar keinen Fall beschweren. Denn schon den Beginn. Wir werden diesen Weg nehmen einfach. Bessere Übersicht. Ich hoffe, dass irgendwas sich wieder meldet. Diese Folge bis jetzt wieder Wandersimulator. Eine Straße. Ja. Die Wölfe wieder. An die Berge. Auf den Bergen irgendwo mal umschauen. Das, was wir markiert haben. Brücke dort von. Oder wollen wir trotzdem hingehen? Ja, wenn nichts ruft, kann man nichts spotten. Bis auf den Wolf halt, ja. Könnten wir hingehen. Weiß. Lag doch. Aber jetzt nicht unbedingt auch in meinem Interesse. Wenn jetzt danach zu gehen. Wären wir eher da ein bisschen offen. Halt wirklich hoch hier. Jetzt unten oder was? Auf jeden Fall nicht. Du krass was. Bei den Fragezeichen und nichts passiert. Auch unglaublich.
Du musst doch irgendwo was dann bald. Gar nicht zum Abschluss kommen in der Folge, ist schon hart. Aber wird wohl so sein, weil absolut hier nichts steht. Ich glaube, diese Gebirgsgegenden, wenn es da nicht jetzt, man vielleicht in den Bergen dann auf die. Aber hier sehe ich auch gar. Würde ich hier was sehen? Ganz ehrlich, ich würde es jetzt wagen, aber so einen richtig langen Schuss. Schon 1,2 Kilometer weit weg. Meter einsamer Hirsch. Der womöglich einziger Abschuss hier. Dann muss ich einen sicheren Schuss geben. Ja. Schritt. Schauen wir ein bisschen jetzt. Das ist hier aber drauf ein. Auch noch ein Schritttest.
Ich glaube, da kann man sagen, gut geschossen. 300 Meter. Unsere längste Distanz. Den werden wir jetzt noch holen in der Folge. Dann werden wir uns das drüber schauen. Dann wird es auch schon in die nächste Folge gehen. Aber ein bisschen woanders. Vielleicht beziehungsweise. Sehr schön. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, zum Beispiel da. Da steht nämlich die DNA-Prozent. Desto höher, desto besser. Wenn wir jetzt ein Jungtier männlich mit 43 rausgeschossen. Nicht so schlimm. Na gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.